So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen, beziehungsweise wir sind zurück zum großen Samyang Nudeltest, Samyang Korean Fire Noodles. Ihr kennt alle die 2 Spicy Nudeln von Samyang, womit immer Challenges gemacht werden. Die sind auch hier in diesem Paket zusätzlich, aber noch andere Sorten, die wir in letzter Zeit testen. Die große Samyang Nudelbox, habe ich ja ein großes Unboxing dazu gemacht. Guckt euch das an. In der ersten Folge gab es dann hier diese Cheese-Nudeln von Samyang. Letzte Folge gab es dann die Carbonara von Samyang. Und heute würde ich sagen, was testen wir? Wir hatten Käse, Orange, wir hatten hier dieses Pink, also wir hatten Grün, wir hatten Gelb. Ich bin gar nicht mehr klar. Wir hatten Gelb, wir hatten Rosa. Wir nehmen jetzt mal das orange Pack. Und zwar, das mehrere Gründe. Das ist nämlich, wie es hier steht, Samyang Bulldog Curry. Das sind Samyang-Nudeln mit Curry-Geschmack. Und die kenne ich eigentlich schon, denn mir hat beim letzten Mal bei der Fanpost jemand ein 5er-Pack Samyang Curry mitgeschickt. Da hatte ich die getestet, da habe ich ein extra Video dazu gemacht. Jetzt habe ich gesehen, dass ich das Video noch gar nicht hochgeladen hatte. Das heißt, ihr seht jetzt, wie ich dieses einzelne Pack teste, obwohl ich es schon mal im 5er-Pack getestet habe. Und irgendwann seht ihr das Video von dem 5er-Pack nachträglich, wenn alles vorbei ist. Trotzdem möchte ich der Reihenfolge nachgehen. Nachdem wir also Käse und Carbonara hatten und ich das kenne, packen wir das für euch jetzt hier aus. Samyang Curry. Bulldog Curry. Überall steht natürlich Hot Chicken Flavor drauf und alles sind Korean Fire Noodles. Machen wir hier also auf. Gucken uns wieder an, was da für Tütchen drin sind. Werden dann gleich eine Portion machen. Haben hier wieder ganz typisch ein Beutel von der fetten, brutalen Soße. Und jetzt hier die Spezialzutat Gemüse. Beim einen war da Käsepulver drin, bei dem anderen war da Carbonara-Pulver drin, wenn ihr versteht, was ich meine. Beim nächsten ist einfach nur Sesam und Algen drin. Hier sehe ich aber richtig buntes Gemüse. Gefriergetrocknetes, kleines. Bin ich also gespannt. Wir werden uns einen Pack Bulldog Curry von den Samyang-Nudeln machen und euch zeigen, wie das schmeckt, wie das aussieht. So, die Nudeln sind fertig zubereitet, also hier auf dem Teller drauf. Die brät man ja normalerweise nochmal an, aber das mache ich ja eben nicht, ne? Bin ja nicht bekloppt, beziehungsweise mir reicht es so, wie es ist, obwohl das vielleicht sonst nochmal ganz anders wäre, was auch total logisch klingt. Jetzt muss ich mir hier mal den Beutel Soße nehmen. Manchmal kannst du die einfach aufziehen. Manchmal ist es doch besser, mit einer Schere zu arbeiten. Und ich finde irgendwie, die Beutel, die Soßendinger, die sind so unterschiedlich. Bei dem einen ist der Beutel richtig schwer, wiegt locker eine Tonne. Bei dem anderen, also das ist doch, das ist wie Pflaumenmus. Das ist so dick. Deswegen ist der Beutel auch so schwer. Jetzt ist der halbe Kühlschrank voll. Das ist fett und dick. Bei anderen, da ist das irgendwie, da ist viel weniger drin. Da ist der Beutel kleiner. Ich habe keine Ahnung. Also, es ist nicht jedes Mal die gleiche Soße. Die Soße ist jedes Mal anders zubereitet. Das kann doch gar nicht immer die gleiche Soße sein. Denn bei Too Spicy kann ja nicht sein, die machen da die zweifache Menge an der Soße und dann machen sie nur die einfache Menge und das ist das ganze Geheimnis. Es muss natürlich irgendwo ein anderer Unterschied sein. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich hier nichts vollsau. Ich lege es einfach mal hier rüber, denn die Tütchen mag ich ja behalten. Oh, schmeckt wie in der Weihnachtsbäckerei. Fällt mir gerade auf. Jetzt auch hier das da oben drauf machen, das Gemüse sozusagen, was hier rauskommt. Ich glaube, wir haben den Beutel nicht weit genug aufgemacht. Wir hätten noch weiter ziehen müssen. Oder wir ziehen einfach von der anderen Seite nochmal, dass der jetzt ganz auf ist. So, jetzt wo nichts mehr drin ist und können den Rest hier drauf machen, wunderbar. Guckt euch das nochmal an. Wie toll das jetzt aussieht, oder? Jetzt müssen wir es nur noch rummachen und dann essen und probieren. Und man kann jetzt schon sagen,
Die sind zwar auch wieder mega scharf, aber nicht so scharf wie die Too Spicy, weil das eben die schärfsten sind. Jetzt machen wir das hier rum. Dieses ganze Pflaummus-artige, was ich schön an die Nudeln hafte, das finde ich ja so genial. Deswegen mag ich eigentlich auch keine Nudelsuppe. Du hast da ein paar Nudeln, die ganze Brühe bleibt übrig. Ich möchte doch aber, dass die Nudeln schön sauciert sind. Die Nudeln müssen schön in Soße getunkt sein. Die Soße muss an den Nudeln haften. Und ich glaube, das ist hier bei Curry einfach am besten gelungen. Denn auch bei Cheese war das nicht so krass. Bei dem Carbonara war das nicht so krass. Auch bei dem Too Spicy ist das nicht so krass. Also hier dieses Curry. Curry ist ja eh manchmal ein bisschen sämig. Curry hat es, glaube ich, perfekt getroffen, dass das richtig wie Mousse einfach an den Nudeln haftet. Adi, was ist denn los? Ich glaube, der Adi muss aufs Klo. Der war die ganze Zeit noch am Fressen, deswegen habe ich die Tür zu, weil Pupsi da hinten immer rumrennt. Wir probieren jetzt einfach, wir beeilen uns, damit wir mit dem Adi wieder rausgehen können. Rollen das mal jetzt zusammen, probieren mal eine Gabel vom guten Bulldog Curry Samyang. Obwohl ich eigentlich schon weiß, wie es schmeckt, ist es ein paar Tage her, deswegen weiß ich eigentlich auch schon wieder nicht mehr, wie es schmeckt. Oh mein Gott, es ist so brutal. Es hat auf jeden Fall eine mega starke Curry-Note, also das Curry, wer Curry mag, das ist genau euer Ding. Manchmal finde ich Curry ist Curry, aber ist nicht wirklich scharf. Hier habt ihr die Verbindung zwischen scharf und Curry richtig gut gelöst. Und gleichzeitig ist es irgendwie so ein bisschen, erinnert mich trotzdem an den Chinamann, wenn es dann mal so Hoisin-Soße oder irgendwas gibt. Ist irgendwie was Säuerliches mit bei, was Brennendes, was Stechendes, was Beißendes nebenbei, was jetzt nicht von der Schärfe kommt, sondern irgendwie anders am Geschmack direkt mit dran. Ich muss natürlich für Pupsi wieder was übrig lassen, aber ich glaube, Pupsi ist sowieso kein Curry-Fan. Also ist nicht so schlimm, wenn ich nicht so viel übrig lasse. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ist eine Sorte, die würde ich jetzt nicht ganz oben auf die Liste setzen. Dieser Curry-Geschmack ist wirklich so extrem präsent und aufdringlich. Ja, das mit dem scharfen Käse, mit dem scharfen Carbonara, hat mir beides richtig gut gefallen. Käse fand ich sogar noch 1000-mal besser als Carbonara an sich. Curry ist auf jeden Fall auch scharf, ist auf jeden Fall auch köstlich. Das wird alles gegessen, auch das Fünferpack wird verwertet, hat seinen Nutzen. Trotzdem muss man ja irgendwo Abstriche machen. Und ich würde sagen, immer noch mein unangefochtener König ist das Cheese Pack aus der ersten Folge, dann Carbonara und dann Curry. Habt ihr auch schon mal Curry probiert von Samyang? Schreibt es mal rein. Ich werde das jetzt Pupsi geben. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir haben noch 7 Tütchen vor uns. Essen uns da noch durch. Und scharf ist es trotzdem. Mir brennt schon wieder die ganze Fresse. Aber da merkst du, dass du noch lebst. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.